Moin Moin und willkommen zurück im Haukenland. Auch dies ist der zweite Versuch, weil ja, die Software mal wieder nicht wollte. Aber nach wie vor bin ich eigentlich sehr davon überzeugt. Ist ein gutes Projekt, Open Broadcaster Software. Und jetzt gucken wir mal, was heute anliegt. Der Stream heißt Der Lampen-Sweatshop. Und ja, wie der Name schon sagt, ich werde wohl auf jeden Fall noch mal ein paar neue Lämpchen machen müssen. Und so. Soll ich mich direkt ins Bett legen? Gute Nacht. Klub. Ja, das Hochhaus. Ein Fass ohne Boden. Kann da Steine drin versenken ohne Ende. Dann nochmal einen kurzen Blick durch die Räume werfen hier. Hat er gar nicht weitergebaut. Da steckt ein Huhn im Geländer. Jo. So, und auf geht's in die Lampenfabrik. Das brauche ich nicht. Kann ich hier auch mal den Flitzebogen weglegen, weil der war wirklich nicht sehr effektiv. Genauso die Knochen. Ich habe auch noch Glas einstecken. Okay. Jetzt habe ich hier meine eine Diamantene Drill und keinen Platz mehr in der Loading Bench. Ja, werde ich das wohl oder übel mitnehmen müssen. Jetzt werde ich wohl alles wieder auffüllen müssen. Mal über den Stand hier einen Blick verschaffen. Fackeln. Oh, Fackeln ohne Ende. Mal gucken, wie viel Holz noch da ist. Reichlich. Das macht auch, aber es kommt kein Redstone. Davon bräuchte ich eigentlich auch eine größere Kiste. Hui. Rein da. Die kann ich mal behalten, würde ich sagen. Dann, wie sieht das denn? Knochen? Knochen sind noch gut. Glowstone. Den schmeiße ich da auch mal wieder rein.
Und ich denke mal, ich werde noch einiges an Diamantnachschub benötigen. Jetzt und auch später noch. Ist nun mal kostspielig. Das könnte eventuell schon reichen. Nicht ganz. Zwei Stacks noch. Boah, da wäre auch eh bald Ende gewesen. Knochenholz, da Glas, ja. Habe ich noch irgendwo Glas? Da rein. Und schon gibt's ganz viel Glas. Kiste voll. Und dann mache ich das Ding jetzt auch nochmal voll. Für instantane Beschickung mit Glasscheibchen. So. Um mal ein Füllwort zu benutzen. Ich liebe es. Wieder zurück damit. Dann kann ich das ja hier schon mal anschmeißen. Zack. Und schon löppt das. Dann kann ich das ja auch mal direkt anschmeißen. Redstone. Dann muss ich mir die Reste hier vom letzten Mal noch einsacken. Und deswegen kann ich das Holz nämlich jetzt auch mal ausmachen, weil ich nämlich noch reichlich Sticks hab. Dann, hier ist schon ganz gut. Da kann ich dann mal die Knochen einschalten. Und Glowstone? No. Können wir auch schon mal einschalten. So, jetzt müsste das hier gleich abgehen. Bis dann irgendwann alles wieder total überquillt. Wie schon gesagt, das ist alles eine temporäre Geschichte hier.
Im Grunde kann man sich die ja auch schön selber so irgendwo auf einer Projektbench zusammenbauen, aber für den etwas gehobeneren Anspruch reicht diese semi-mobile Lösung durchaus aus. Ordentliche Ladung Glas zum Nachlegen. Wo bleiben die Fackeln? Kein Redstone. Zum Glück noch keine Stückchen rausgeflogen. Nein! Muss ich nämlich mal gleich langsam einschalten. Oh, Fackeln, Fackeln, Fackeln. Vielleicht schon mal ja, das ist gut. Dann kommen jetzt da schon die ersten Glasscheiben an. Jetzt kann ich auch hier mal anfangen, so langsam mit dem Absaugen. Das ist noch leicht problematisch. Da müssen wir per Hand noch mal nachschmieren. Auch die Kisten mal etwas mehr im Auge behalten. Kann ich nämlich durchgehender produzieren. Jetzt muss ich hier auch mal langsam das zweite einschalten. Also nicht das ZDF, sondern die zweite Batterie an Motoren.
Könnte klappen, könnte klappen. So. Jetzt brauchen wir Holz. Ich nehme mich erstmal die Altbestände los. Man könnte das natürlich alles viel geschickter aufbauen, auch hier mit dem Holz. Es läuft auch nur suboptimal. Da fliegt's schon raus. Glas. Brauch mehr Glas. Nein, du sollst anbleiben. Jetzt habe ich leider keine Stückchen mehr. Aber da sind eigentlich noch genug drin. Und wenn jetzt das Glas nachkommt und das weiße Luma mal so langsam anfängt, hier in Wallung zu kommen. Na. Da sieht man es ja schon. Also Redstone und Glowstone kommen gar nicht mehr schnell genug nach. Da, neue Fackeln. Sehr gut. Ja, am Anfang läuft es immer prima und nachher läuft es nur noch wie ein Sack Schrauben. Dann kannst du echt nur noch aufgeben. Da ist definitiv eine Pumpe zu wenig. Macht aber nichts. Macht wohl was. Ich habe keine...
Kein Knochenmehl mehr auf Tasche. Schlecht. Naja. Fackeln kommen eh erst da hinten wieder nach. Fliegen hier gleich wieder die Stückchen raus. Ja, ist schon ein ziemlich langer Weg. Also das ist, ich habe mir auch nicht so den Kopf gemacht. Ich habe da nur so einen groben Entwurf gehabt von dieser Maschinerie und habe mir den dann irgendwie umgesetzt. Und wie gesagt, Hauptsache schnell. Das ist total schlecht. Jetzt kommen endlich wieder Fackeln nach. Stottert sich da einen ab. Natürlich war ja klar, dass da irgendwo Stöcker noch rumfliegen. Nein, 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 nein. Boah, wir brauchen mehr Fackeln. Die sind echt so lähme. Hält sich ungefähr so die Waage. Ja, jetzt fängt's so langsam an, überall rauszuquellen. Nervöser Finger.
Überall läuft's jetzt wieder raus. User joined your channel. Was verzählst du da wieder? Nabend. Nabend. Ja, meine Lampenfabrik. Oh ja, ich habe wieder nicht auf den Chat geachtet. Ich muss mich schämen. Einfach nur Mohan eingeschrieben. Ja, und ich hab's nicht gesehen. Ja, so geht das manchmal. Ich hab dann so einen Tunnelblick. Ich kann mich gerade gar nicht entscheiden, komme ich jetzt in Minecraft rein oder nicht. Ich wollte gar nicht so viel, wenn ich es mal in deinen Worten sagen darf, Gas drauf. Ja, kann man doch schon mal haben. Ja. Ich habe dann endlich heute diese krasse Mission geschafft bei Assassin's Creed. Da war ich sehr happy und renne direkt in die nächste krasse Mission, wo ich dann direkt das Spiel wieder ausgeschaltet habe nach dem 37. Versuch. Also ähnlich ging es mir bei bei Bioshock zum Schluss, so, weil nachher nervt es nur noch. Ich hab's nur gar nicht gesehen. Das Ende von Bioshock. Nein, generell Bioshock. Aber allein schon wegen dem Ende von Infinite lohnt sich das. Ja, ich habe von den meisten gehört, so grafisch ja wunderschön, aber auf Dauer, wie du schon sagtest, wird dann auch ein bisschen zäh. Ja, vor allen Dingen, was so von Anfang an ins Auge fällt, so die Charaktere, die sehen alle aus, wie als wären sie geklont. Die haben echt nur so ein paar Gesichtsmodelle. Ja, das ist ein bisschen einfältig, sowas dürfte heutzutage eigentlich nicht mehr sein. Jetzt sag doch mal, soll ich jetzt reinkommen oder nicht? Ja, ich komm rein. Ja, mach das doch. Muss mich ja gar nicht betteln, anbetteln. Ich weiß, dass das Haukenland ohne mich nur halb so schön ist. Ja. Bin aber jetzt gerade eher so. Ja. Hast du ja gesehen vielleicht, was ich mache. Ja, in deiner Fabrik kriegst du da wieder rum. Dann wieder einsam da hinten. Ja. Du kannst ja jetzt nicht 2 Stunden zeigen, wie du da Lämpchen baust. Doch! Welch ein Spaß. Quatsch. Höchstens 1 Stunde. Was hat eigentlich der Titel zu bedeuten? Weed oder was soll das heißen? Sweat? Ja, Sweatshop. Was sagen? Hab nie gehört. Oder Sweatshop noch nicht gehört? Nee. Das muss ja wieder dein persönlicher Insider sein, den dann keiner versteht. Die Sweatshops, das sind diese unmöglichen Hersteller von, was weiß ich hier, Kleidung und so ein Scheiß. So wie in Bangladesch, halt so. Ja, Kinderarbeit. Ja, sowas. Halt so eingefärcht in irgendwelche baufälligen Gebäude, die dann für kleinstes Geld da, ja, so Batterien lecken oder so. Sweatshops halt. In Sweatshirts, oder wird anders geschrieben? Nee, doch nicht. Kannst ja mal googeln. Ach nö, so interessant ist das dann auch nicht. Ich hab ja nicht so viel mit Indien am Hut. Das ändert sich eh nie. Ja, hier Kinderarbeit und so, glaube ich. Sagt man doch immer, andere Länder, andere Sitten. Ja, so ist es wohl.
das Haus. Wenn ich sehe, habe ich schon keine Lust mehr. So schlimm. Ja, das Dach noch gemacht werden und bla und Steine machen und das ist ja so viel Arbeit gerade. Vor allem da brauche ich einige Schrägen für. Schon wieder keinen Platz mehr im Inventar. Habe ich natürlich wieder ganz toll gemacht. Passt dann auch schon nicht mehr mit dem Schrägdach, weil es eine ungerade Zahl ist. Oh! Ja, vielleicht anders. Fail. Jetzt könnten aber echt mal ein paar Fackeln kommen. Ja, sind auch 21, dann kannst du doch voll abhaken. Ja, ich reiß dann wieder ab. What? World Edit. Cut. Delete. Das passt alles nicht. Da hätte ich eigentlich mal drauf achten. Das habe ich am Anfang auch, aber nachher wurde mir das von dem Platz her zu eng. Dann habe ich es größer gemacht, habe ich irgendwie wohl nicht mehr ans Dach gedacht. Ans Dach gedacht. Ach, was habe ich da wieder rumgeprotzt? Dann vielleicht willst du da Rasen hinmachen, oder was? Auf dem Dach. Was meinst du, auf dem Dach oder da, wo das Haus dann war? Ja, ich weiß ja nicht, was du da veranstalten willst. Vielleicht mache ich das uneben und pflanze da Bäume hin. Wäre doch mal was ganz Neues. Parkplatz. Ja, oder ich muss einfach, ja, das Doofe ist, dass es keinen Stein anscheinend gibt für ungerade Dächer, also für ungerade Zahlen. Weißt du, man hätte ja auch sagen können, okay, die Leute bauen jetzt mit ungeraden Zahlen, dafür machen wir dann einfach so einen Stein, der halt eine Spitze ist, weißt du, für die Spitze da ist. Weißt du, was ich meine, ne? Sonst hast du ja, oben irgendwie, fehlt dir dann ja ein Stück, das kommt ja nie aus. Mit dem Treppen. Nimm doch so eine Corner. So eine Ecke. Ne, ja, das geht ja nicht. Oder? Ne, ja, da brauche ich ja auch zwei. Das geht leider nicht. Knochen sind nur noch am Rausfliegen. Die mal anhalten hier. Ja, nee, das ist nicht schön. Fällt mir nicht. Gerade dabei war das echt viel Arbeit. Auf jeden Fall. Oder ich lasse das Dach einfach flach. Mach da oben noch irgendwie so grau oder so. Quasi so Bungalow-mäßig so ein Dach. In einer schönen Dachkante.
Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nur wie komm ich aufs Dach vor Lachen? Aha. Nee, weißt du was? Da werde ich mich jetzt mal eben hocharbeiten. Dann baue ich da oben hier mit, wie heißen die nochmal? Nicht Slabs, sondern. Ja, genau. Nicht mit Slabs, Steinstufen. sondern Steinstufen rundherum irgendwie so eine Reihe und. Ach, ich guck mal. Reicht alles von hinten bis vorne nicht. Material her. Vielleicht mache ich auch was ganz anderes heute erstmal. Ja, nicht unbedingt heute fertig bauen. Hat ja keine Eile. Nö, eben. Vielleicht habe ich auch irgendwann nochmal Lust und verbreiter das ganze Spielchen nochmal, aber das wird dann echt sehr eng. Noch einen Meter da dran knall. Aber ich bräuchte es ja theoretisch gesehen. Ich kann es ja in der Breite breiter machen, dann stört es ja nicht. Was das andere Haus betrifft. Eigentlich keine schlechte Idee. Da muss ich beide Seitenwände komplett einreißen. Bei Gelegenheit. Mach mal. Erstmal das Glas auffüllen. Ich gehe erstmal deine Brüder verprügeln. In der Unterwelt. In der Wüste hier brennen genug von den Deppen rum. Ja, da guckst du. Könnte ja ein bisschen Experience Points gebrauchen. Kann ich meine Rüstung mal ein bisschen entscharnen. Ah, ist irgendwie komisch, ne? Wenn ich mit dem Feuerschwert die Enderman verprügel, greifen sie dich eventuell noch einmal an, aber dann kommen sie nicht mehr wieder. Ich glaube, das ist ihnen zu heiß. Ja, die brennen nicht so gerne. Ist genau wie Nee, die brennen Wasser. auch nicht so gut. Boah, vier, fünf, sechs Gespenster. Was zum Teufel? Ja, gut, Jungens. Erstmal den ganzen Schrott abladen. Dann gehe ich, glaube ich, mal ein bisschen kloppen. Möchte mal wissen, wo die anderen alle stecken, so wie Marco, Peter, alle futsch. Keine Ahnung, wo die sind. Ja. Deswegen vielleicht nochmal der Aufruf an die Leute da draußen, wenn Der ihr ganze Bock habt. Baumaterial immer im Survival-WG-Haus und im Keller verbrennen. Schreibt doch einfach eine Schon ein PM an bisschen mich. luftig. Ja, ich bin auch gerade total vollgespammt mit Material. Frag mich mal. Das Schöne ist, die Kisten hier sind so ziemlich voll.
Zeugnisse. Da kann ich ja auch die Bricks reinschmeißen. Ja, doch. War richtig. Packe ich die jetzt da rein? Das sieht doch schon anders aus. Fällt der Rummel wieder raus. So, ein Schmetterling. Ich verwechselte. Tintensack. Das wäre eigentlich mal ein guter Zeitpunkt. Schöner Name für die Kneipe. Schmatte ist da an der Survival WG zu besuchen. Futterkiste unten im Keller, die ist randvoll jetzt. Ja, da ist all möglicher Scheiß drin. Ja. Aber hallo. Mit diesen Squid-Tentakeln machen. Essen. Echt? Ja. Kalamari. Kannst das braten? Ja, in den Ofen schmeißen. Ich wollte schon immer mal Kalamari online essen. In-game. Damit wären wir wieder komplett aufgeräumt. Ich kann mich wieder frei bewegen. Ja. Und ja, ich habe die Türmatte in den Boden herabgelassen. Sieht besser aus. Weil sie so daumendicke Türmatten aus. Vielleicht sollte man auch eine andere Farbe wählen. Wir haben ja so einiges zur Auswahl hier. Mal hier in der Gartenkiste schauen. Oh. Da haben wir zum Beispiel schwarz und grau. Noch im Angebot. Also ja, schwarz war so eine Fußmatte.
Ja, kann ich aber jetzt nicht machen, weil ich meine Säge gerade ausgepackt habe und die fast im Arsch war. Da muss da mal jemand anders machen. Ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder in den Keller zu rennen. Komm ich gerade her. So. Trevel jetzt einfach mal gen Osten. Habe ich letztens auch schon gemacht, wie in Pensington ausgekommen bin. Vielleicht gehe ich mal weiter als. Es läuft, es läuft, es läuft. Oh, doch ein bisschen zu viel des Guten. Cool, es gibt sogar einen SpongeBob-Mod für Minecraft. Wie? Ja. Ist er dann unter Wasser oder was? Keine Ahnung. Minecraft, das SpongeBob-Mod. Geil, ein Thaddäus-Avatar. Oh, den werde ich Na, mir ist mal eben natürlich nicht schnappen. schlecht. Ich glaube, den werde ich mir mal eben installieren. Da habe ich jetzt Bock drauf. Doch ein SpongeBob-Avatar, aber das sieht ein bisschen deformiert irgendwie aus. Achso, ich sollte mal was essen. Ja, die Eier. Ach, jetzt ist das wieder. Das macht aber auf Dauer auch wirklich keinen Spaß, ey. Ich gucke mir das mal kurz eben an auf YouTube. Da gibt es auch einen Videoclip zu diesem SpongeBob-Mod. Ja, dann erzähl mal, wie es war. Aha.
Das ist, Ach, nö, ey. Es quillt alles über. Ich hasse es. Das Ding total am Durchdrehen. Ach, da gibt's sogar eine Bikini Bottom Map. Das sieht richtig gut aus. Ist das so eine Adventure-Map oder was? Weiß ich nicht. Let's play, ich guck's grad mal gucken. Oder ist das so ein Motto-Server? Was weiß ich denn? Kannst du denn da auch downloaden, den Mod? Download Bikini Bottom Map. Minecraft Forum.net. Geil! Sie haben sogar die Fahrschule da gebaut mit der Strecke und alles. Und hier der wie heißt der nochmal? Die Bar vom Ton und gegenüber hast du dann na, diesen Eimer, wie heißt der nochmal? Ja, genau. Bucket, irgendwann mit Bucket. Ja, genau. Ja. Und gegenüber hast du dann die krosse Krabbe. Geil! Das ist ja richtig geil! Ich glaube, das muss ich mir jetzt auch mal eben angucken. Soll ich dir den Link mal schicken? Ja, schick mal einen Link. Ach, SpongeBob läuft da quasi als NPC und so rum. Du hast da alle Peoples als NPCs. Das ist ja mal knuffig. Ich hab's dir im TS geschickt. Ja, danke. Okay, guys, let's spawn in SpongeBob. Oh mein Gott, er hat SpongeBob getötet. Where is he? Is that? Ah! Tadeo sieht echt geil aus. Der wird zu Peter passen, ey. What's up, it's Stone here, and today we're gonna be taking a look at a SpongeBob mod, and I have the Herbert the Pervert skin, because that's awesome, that's what I do. So what this mod does is it adds all tatsächlich. Kinds of SpongeBob mods. Das sieht ja richtig gut aus. Ach, da hinten ist die Kuppel von Sandy, wie geil. Sandy sieht auch klar.
Terrasse aus. Ja. Krabs. Da gab's so eine, kriegt ein Goldnugget. Alten Geiz halt. Patrick! Ja, da sollst du rein. Na, die von mir aus auch. Kannst du die umwandeln? Nicht. Aber da ist auch kein Platz mehr. Das ist doof. Mermaid Man and the Barnacle Boy. Geil. Da gucken wir uns doch lieber mal. Es ist Nacht und es regnet. Mal eben an. Was denn jetzt hier noch Phase ist. Skyblock TV 24/7. Ah ja. Echt den Original. Zack! Der heißt der Burger nochmal. Der Krabbenburger, den kannst du dir da craften. So. Ja, wie gesagt, sowas gibt's ja auch mit Fallout. Ja, so gesehen schon, wa? Schwert oder was? Sonst, so, von der Stärke her. Oder wie? Oder wer oder was? Knöpfchen zu drücken. Ja. Gehen wir hier raus. Übers Dach. Oh. Hallo. Da brauchst du nicht den Hals einzuziehen. Ja, interessant. Mal was anderes. Ich fordere dich zum Duell. Stelle dich der Herausforderung. Lunk. Oh, super, die Kartoffeln fallen noch nicht mal raus. Das ist schon klasse. Plupp. Kommt noch ein Hähnchen. Yeah, baby. What? Ey, ich hab ein Ei an die Wand geschmissen, da sind 4 Küken rausgespawnt. Was denn?
Ich hab keine Ahnung. Das habe ich noch nie erlebt. But I got it on tape. Okay. Eine Stunde, eine Minute, kannst du ja merken. Wo habe ich damals nochmal die dieses Avatar her gehabt? Planet Minecraft oder so. Ah, ja. Hallo, ja, genau. Too Gay for Name. Sicke Sache mit deinem Ei. Ja, also da habe ich echt wirklich keine Erklärung für. Also das ist mir Minecraft noch nie passiert. Unglaublich. Das, obwohl ich die Tiere misshandle. Ja, tja, was kann ich jetzt hier noch machen? Ich weiß nicht, ich kann dir ja vielleicht mal den Keller zeigen. Du hast das ja mit Sicherheit noch nicht gesehen. Also wir machen hier so eine kleine Survival-Sache. Mit ein paar Leuten. Abseits auf unserem Server. Und ja, innerhalb einer Woche haben wir hier uns in den Nether vorgearbeitet. Ins Twilight und tja, horten jetzt hier gewisse Sachen. Also fast alles, was das Herz begehrt. Mal den Ausblick genießen vom Türmchen aus. Ach, jetzt muss ich da wieder hochklettern. Ein Hähnchen im Regal. Na. Hoch. Ja, sehr schön. Ja, wir haben hier also momentan 100 Mods drin und siehst ja, man kann auch Schrägen machen und kleinere Steine und alles mögliche. Girl on fire. Das ist natürlich eine tierische Bereicherung für das Klotzige. Und ich finde das Texture-Pack ist eigentlich auch ganz witzig. Stehe halt auf dieses Cartoon-artige. Danke. Ja, wir spielen jetzt seit... Also der Server läuft jetzt etwas über 2 Jahre im Grunde. 24/7 bei mir zu Hause. Und ja, das sind jetzt... Das ist jetzt nur so ein kleines Projekt, was wir mal so nebenbei machen. So, das hat ein Freund von mir gebaut, genauso wie dieses rote, ja, dieses Backsteingebäude. Uah! Ja gut, ich habe meine Nano-Boots an, da tut das nicht so weh. Ich hab hier mehr Zeit mit sowas. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob man auf Konsole auch Mods mit einbinden kann. Also es ist nicht der Original Minecraft Launcher, den wir nutzen, sondern das ist ein eigener Launcher und der sorgt halt dafür, dass dann die ganzen Mods oder ja dieses Modpack, was aus vielen Mods besteht, halt geladen wird. Also siehst du, man kann ja auch so Lämpchen bauen oder nur so Streifen schneiden, Fensterbank bauen. Stühle, Tische, alles mögliche. Sich aus Wollen Sofa schnitzen.
Ein Klo. Spiegel fehlt leider noch. Tja, und dann halt so Kamin, Stühlchen. Oh, das ist irgendwie Führerschein los. Oh, heute war ja Blitzerparade. Ich hoffe, du bist nicht gecasht worden. Das wäre übel. Tja. Ja, vielleicht zeige ich nochmal das andere Haus so. Was halt nur aus geschnitzten Teilen besteht. Außer der Fußboden. Der ist halt abgebaut im Twilight aus so einem Labyrinth. So, man kann dann also wirklich dünne Scheibchen schneiden, Fensterbänke bauen. Moment, muss ich mal eben wegmachen. Mit meiner Ninja. Oh, ein Moped. Ja, das ist immer die Sache, ob die dann auch was für Motorräder dabei haben. Nicht immer. Naja, ich drück mal die Daumen, dass sie gestümpert haben. Oh, noch ein Ei abgreifen. Blöp. Ha, herrlich. Sonnenuntergang. Ja, eben. Dann, wenn sie dein Kennzeichen nicht haben, dann ist es ja egal. Noch so ein kleines Häuschen, das ich hier irgendwann mal hingebaut habe. Aber eigentlich neigen wir zum Gigantismus. Ja, das ist immer übel. Deswegen, ich sehe zu, dass ich mich nach Möglichkeit an die Verkehrsregeln halte, weil ich auch auf meinen Lappen angewiesen bin. Maggie Simpson Avatar. Wo bist du denn gerade? Bist du auf Planet Minecraft und suchst dir einen neuen Skin aus, oder was? Ja, so ähnlich. Ich guck mal, was da so alles Neues gibt. Wer ist denn dein YouTube-Kanal? Meiner? Nein, nicht deiner. Kannst ja im Chat lesen. Sorry. Das ist immer ätzend mit Taste drücken und so. Das schreibst du gerade mit jemandem oder sprichst du gerade mit jemandem? Ja, einem, der den Stream guckt. Also. Ja, werde ich mal auschecken. Und was hast du da auch für Videos? Ja, ich habe die Seite ja gerade nicht offen.
Das wird alles ein bisschen much für die Puffer. Oder ich steige hier in die U-Bahn, fahr zurück, oder was mache ich jetzt? So, fährst also professionell Moped. Jetzt habe ich keine. Nee. Keine Minenkarre. Oh. Okay. Hilfe! Ha, da habe ich sogar noch eine. So, und los geht die Fahrt. Mal gucken, eigentlich könnte ich auch. Ja. Ist echt doof, dass man da keine Suchbegriffe eingeben kann. Einfach nur doof. Ja, ich werde auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ah, so. Also Motocross ist schon witzig. Sorry. Macht doch nix. Da hakt's etwas. Das ist doch nicht richtig zugemacht. Schlamperei am Bau.
Okay. Ja, das Dead End. Da könnte man vielleicht nochmal einen DeLorean verstecken oder so. Mal eben neu starten. Okay. Gucken, ob der den auch so gut aussieht. Zack. Ah ja. Uff. Frühstück. Bacon. Ich kann sie eigentlich nicht mehr sehen. Eier, überall und immer nur Eier. Wow. Ja, ich streame eigentlich jeden Abend. Ja, am Wochenende auch länger, ja.
Okay. Bis moin. Yummy. So, kann ich ja mal gucken, wie viele Lämpchen jetzt hier sind. Wahrscheinlich 48,6. Nee, doch mehr. Unglaublich. Und immer noch incoming. Das ist sehr schön. Oh. Ah. Aua. Wie siehst du denn aus? Adios! Oh yeah! Das sieht man ja wohl, oder nicht? Das ist auch besser als SpongeBob. SpongeBob sieht irgendwie scheiße aus. Aber wir kriegen Besuch. Jetzt aus Versehen in Brand getreten, nee, ne? Nee. Ah, da gab es einige verschiedene Skins von, aber der war wohl noch der beste irgendwie. Welche Seite warst du jetzt? Planet Minecraft. Ich müsste mal gucken, welche es denn da noch geben könnte. Was meinst du, von SpongeBob oder was? Ne, überhaupt. Ach, tonnenweise. So, oben hast du auch einen Search-Balken, da kannst du auch alles Mögliche eintippen. Ja, das ist wohl richtig. Weil da hast du irgendwie über, was weiß ich, wie viele tausende verschiedene Avatare zur Auswahl, beziehungsweise Skins. Ich habe gar keine sonst weiter eigentlich gebookmarkt, so. Weil, ja, weiß ich nicht. Ja, gebookmarkt habe ich dir auch nicht. Du gehst einfach dahin, klickst den an und dann fragt er dich, ob du den direkt changen willst. Ja. Das war dann. Ab und zu so eine leichte Typenveränderung ist ja auch mal ganz nett. Ich hab so ein bisschen mich satt gesehen gehabt am Homer. Ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich mit meiner Enderman-Modifizierung recht zufrieden. Naja, schwarz mit zwei Augen, ne? Ist eigentlich viel Detail dran. Och, vertu dich nicht. Ich hab da noch schön nachgearbeitet. Ihr Pixel mehr drauf gemalt. Kannst ja auch einen Creeper nehmen mit einem schwarzen Smoking. Den gab's auch, der sah auch lustig aus. Naja, ich weiß nicht. Ja, das ist mehr Detail als ein Enderman. Naja. Dein komisch Kerlchen, wie ich das doch mal wieder feststellen muss. So. Ja, nun stehe ich hier. Mit meinen Tentakeln. Ja, SpongeBob, da gibt's einen SpongeBob, der sieht ganz witzig aus, weil da hat er anstatt im Kopf seine weiße Mütze auf, die er also in meiner krossen Krabbe trägt, weißt du? Das ja, Gesicht sein Kochmützchen. Ja, genau. Das Gesicht ist quasi auf seiner Brust.
in SpongeBob, da gibt's auch welche, die haben dann halt das Gesicht am Kopf. Das sieht aber irgendwie total kaputt aus. Das kann ich mir aber vorstellen. Darum kam Thaddäus auch irgendwie noch am besten. Wie dann wohl so ein Patrick aussehen würde. Ja, den gibt's auch. Mal eben. Seite noch auf. Ja. Oh nee, nicht. Gucken wir mal. Ich mal hier eben meine alles mal eben sortieren hier. Ihr könnt das jetzt gar nicht sehen, aber es ist alles ich brauche einen größeren zweiten Monitor. Nee. Das ist... Oh Mann. Schlimm. Das ist doch mal einer. Der wäre doch mal schön. Okay, er hat halt nicht den spitzen Kopf. Leider nicht, aber ich schicke dir mal so zum Angucken auf Teams. Ah, dann gucken wir mal, was er uns da geschickt hat. Vielleicht sollte ich die Links nachher mal ja in die Beschreibung packen. Da, New Official T-Shirts. Da siehst du quasi diesen anatomischen Aufbau eines Creepers. Das ist ja mal geil. Packe ich nämlich also einmal diesen SpongeBob. Kannst du das sehen, wenn du auf den Link bist? Auf der rechten Seite dieses T-Shirt-Ding da? Na, warte, ich mach grad was, ja. SpongeBob. Und dann werde ich auch noch den Link jetzt zu dem Skin mal einfügen. Und das Lieutenant Dan gibt's auch. Patrick. Ja, das kann ich ja noch einmal machen. Und das werde ich mir jetzt auch mal eben angucken, was er mir da geschickt hat. Ich will hier gar nichts ausführen. Richtig geile Minecraft-T-Shirts, ne? Nee, bei mir werden Schweinehäkelmützen angezeigt. So. Aber du siehst Patrick, ne? Aus wie Herr Ed Herr Häkelschwein, so ungefähr. Cool, ein Minecraft Enderman Head. 1799. Das sieht aus wie du. Der ist aus Pappe. Ja, kannst du natürlich auch selber machen. Das kannst du mit ein bisschen Geschick wirklich selber machen.
Die Safe T-Shirts sind ja echt drücken. Mal cool. Machen wir wieder den. Ja, gut. Ermasse dich. Ah ja, schon wieder. Oder eine Minecraft-Axt als Flaschenöffner. Ja, ich wäre ja eher an diesen Schwertern oder Äxten interessiert, so eine Diamantaxt oder so. Hier gibt es zum cool. Beispiel Minecraft Diamond Sword als Schlüsselanhänger. Nein, nicht so eine Pillemann-Ding, so richtig zum in die Hand nehmen, so ein Schwert halt. Aus Klötzchen. Home Sword, 17,99 für in die Hand nehmen. Ja, ich hab einen. Aus Schaum. Käffchen. Creeper Beanie, nicht schlecht. Ja, gibt auch diverse witzige T-Shirts. Ja, sag ich ja, hier gibt's ein weiße T-Shirts. Ja. Ein Line-Up zum Beispiel, wie bei der Polizei, wenn die da so, weißt du, vor so einer Wand stehen und dann irgend so ein Opfer. Eine die halt Gegenüberstellung. Ja, Gegenüberstellung, genau. Das ist auch cool. Dann hast du einen Enderman, einen Creeper und dann irgendwie so ein Viech aus dem Nether. Oder eine Minecraft Creeper Premium Zip-Up Hoodie. Der ist auch cool. Oh, das ist ja geil. Ich muss mir Minecraft Creeper Face Mug, also eine Kaffeetasse. Viereckig natürlich. Das ist ja mal geil. The Creeper. Das ist doch mal echt ein cooles T-Shirt. Ach, ein Jugend-T-Shirt gibt es da hinten zur Größe. Hier, guck mal. Oh, irgendwann habe ich gestochen, das gibt's doch nicht. EMP, ist das nicht der Laden, wo ihr früher schon mal Sachen bestellt habt, beim Proberaum? Ja. Ja, die verticken so einen Scheiß auch. Ja, aber Werbung für Webshops mache ich jetzt hier nicht. Also jetzt können die Leute sich mal selber suchen. So, jetzt habe ich mir ein paar Armor Stands gebaut. Und ja, die Ecke hier bietet sich ja quasi an, weil da weiß ich jetzt also nicht so. Das ist cool, wenn du da ranzoomst, dann kannst du dann auch alles lesen. 1, 2, 3. Cerebral Cortex programmed to follow and wreck. Your spinal cord fuse 1.5 seconds to detonate. Night vision for optimal creeping and identifying nice everythings. Early warning systems. Das ist immer geil.
Lustig, pupustig. Ich weiß nicht. Ich das vielleicht hier noch aufbauen oder nicht? Ach, ich lasse es einfach. Da kann ich nämlich auch eigentlich hingehen. Und hier das Ding mal leer machen. Ja, echt gut aus, das dann. Baumstoffschwert. Ach, gibt's auch als Axt. Als Diamond Axe. Ja, sowas wäre noch schick. $17.99. Ja, das ist die. Da jetzt mittlerweile Merchandising machen, ne? Aber eigentlich schon länger. Ach, Thomann ist da auch mit, hängt da auch mit zusammen. Thomann Music Store. Aha. Das ist ja mal was. Coupon Companion. Ein Creeper-Portemonnaie, auch cool. Ja, die Kaffeetasse finde ich auch genial, mit dem Creeper-Face drauf, die viereckige. Hast du die Axt gesehen? Moment. Ja, genau sowas meine ich. Gab es ja damals auf der Minecon oder den Minecons. Weiß gar nicht, wo sie dies Jahr ist. Ich glaube sogar wieder in den Staaten. Irgendwie, ich glaube sogar Disneyland in Orlando oder so. Man ja auch theoretisch ganz easy selber bauen, sowas. Marco Mana und hier schmeißt mal die CNC-Maschine an und hier. Bau mal so eine Axt nach. Dann hast du die sogar aus Holz. Das ist so ein billigen Schock. Oder Stahl! Ja, direkt aus Originalmaterialien. Ja, ja, nicht schlecht. Ich geh mal rein. Jetpack. Mann. Zig von den Dingern. Aber die sind cool. Cool. Auf der Seite kannst du dann auch direkt, also auf Planet Minecraft kannst du dir dann auch direkt Paper craften. Ich denke mal dann, musst du die ausdrucken, die Scheiße, dann kannst du dir quasi dein Männchen aus Papier nachbasteln. Ja, sowas wahrscheinlich. Blip, blub. Da, ne? Schon im Schlafzimmer, dann sollte man so ein Ding da auch haben.
Ja, da steht er gut. Hier noch ein Nano-Helm. Was denn hier, die Ahnengalerie oder was? Ja, es sind halt so die Sachen, die ich halt bisher gecraftet hab. Die Rüstungskammer. Quasi. Jetzt habe ich schon drei Rucksäcke. Das ist dein Schlafzimmer hier, oder was? Ja. Das war echt schäbig für so eine riesenvolle Pyramide, wenn ich das mal so anmerken darf. Mit Blumen! Ja, okay. Und Uhr. Ja, ich glaube, ich werde mich aber auch gleich vom Acker machen. Ne? Heute nicht so viel das irgendwie. Komm nicht in die Pötte. Ich eigentlich auch nicht. Aber das liegt auch mitunter daran, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, Lämpchen zu bauen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Obwohl ich jetzt eigentlich genügend Stacks hätte, mal einen Einsatz im Rathaus da zu machen, im Hochhaus zu machen, um da, ja, mehr Lampen anzubringen, weil ist ja noch nicht hell genug. Ja, das ist, schon einiges rein, damit da nicht die ganze Hütte voll spawnt mit Müll. Zumpel. Brauch mir jetzt so ein Zigarettchen, dann mache ich mich vom Acker. Du bist ganz leise. Ich hab gesagt, ich rauche mir jetzt nur ein Zigarettchen und dann mache ich mich vom Acker. Okay. Aber irgendwie vermisse ich noch mein Quantumhöschen. Ich weiß nicht, wo ich das wieder hingeschlunzt hab. Hast du, musst du am Wochenende eigentlich mal hoch? Dieses nicht, nein. Ah, da ist es. Dies und das. Ich hab's gefunden. Juhu. So, den da. Aber Peterchen wird wohl dieses Wochenende nicht im Lande sein, was? Nee, unbestimmt. Bestimmt. Ja, unbestimmt halt so. Ich weiß noch nicht, wann er kommt. Ach so. Ja, wir wollten irgendwie den Proberaum letztes Wochenende ausgeräumt haben, da sind wir aber irgendwie gar nicht zugekommen, weil wir zu beschäftigt waren, damit uns die Birne volllaufen zu lassen. Ja, ist auch Arbeit. Das ist auch Arbeit, ja. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich mache am Wochenende, mal gucken. Ja, ach, ich denke, ich werde streamen und ja. Im Hochhaus weiterbauen morgen Abend. Ja, mal gucken. Vielleicht nochmal bisschen Steine aus dem Twilight besorgen, um die dann im Hochhaus oben fürs Penthouse zu verlegen. Ja, ich weiß noch nicht, mal gucken.
Ja, können wir aber da mal sehen. Vielleicht meldet sich der Team ja morgen auch nochmal. Mal wieder gerne eine Runde fighten da auf. Ja, morgen könnte Dresden One kommen. Morgen Abend irgendwann. Weil wenn der Spätschicht hat, nee. Aber überhaupt online mal. Das kann sein. Aber ich weiß nicht, ob ihr am Wochenende Bock habt, da die ganze Zeit zu craften, weil machen wir ja schon durch die Woche die ganze Zeit. Beziehungsweise abends. Ja, gerade dann. Dann haben wir noch Zeit. Ja. Weiß nicht. Wie gesagt, ich würde ja lieber wieder hier Fight zocken auf Lazy und mir da schön Muskelkater abholen. Werd mir nachher noch das Let's Play von Beyond Two Souls von Zaraza reinziehen. Da habe ich gestern den ersten Teil gesehen. Gesundheit. Und das sah wirklich interessant aus. Ja, ich habe davon gehört. Aber ich kann mir Zaraza nicht reinziehen. Ich mag ihn nicht. Och, ich finde ihn eigentlich recht lustig. Er macht das schon ziemlich gut. Waren schon mal lustiger, die beiden, als sie noch so vermarktet worden sind. Oh. Standard-Klischee bitte hier einfügen. Naja, so sind die Geschmäcker halt unterschiedlich. Und du bist ja dafür bekannt, dass du dir eh jeden Schranz reinziehst. Nicht jeden Schranz. Ja, nur Schranz. Von... kleiner, Kinderhand selektierter, feinster Podcast, Schranz. Wo irgendwelche Deppen über My Little Pony sich auslassen. Dafür ist mir die Lebenszeit echt zu schade. Ja, das denke ich jedes Mal, wenn ich Werbung im Fernsehen sehe. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Warum meinst du, dass ich keinen Fernseher mehr habe? Beziehungsweise keinen Decoder? Hä? Ich habe keinen Receiver mehr, schon seit fast 2 Jahren. Oder nicht? Guck keinen Fernsehen mehr. Wenn ich was gucke, dann ist es übers Netz. Also, YouTube, das hat so viel zu bieten, da brauche ich mir keinen Fernseher mehr angucken. Zum Beispiel habe ich mir gestern Abend die Vines reingezogen, die besten Vines. Das sind so, ja, was für Leute mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne. Kannst du übrigens auch mal auf meinen Account gucken, da habe ich die abonniert. Das wird auch was für dich sein, das sind echt alles so zusammengeschnittene Clips von User, die dann irgendwelche bescheuerten Sachen machen, zum Beispiel ihre Katze gelb anmalen oder den bösen Bruder raushängen lassen und einfach mal die Schwester so das Telefon aus der Hand nehmen und das auf den Boden zu zerdeppern und also bekloppte Sachen. Tja. Da gibt's echt massig von. Und ich habe mich gestern echt köstlich amüsiert. Ja, für sowas gucke ich ja schon mal ganz gerne von Break also hier, diese Fail des Monats. Geschrieben. Schick mal einen Link, dann kann ich den auch nachher in der Unterhose des Videos posten von der Tube. So. Zigarettchen aus, ich gehe chillen. Ich wünsche dir doch einen wunderschönen Abend. Ja, danke. Und, ich vielleicht auch. Hört man sich da morgen, früher oder später mal. Ich denke mal, dass ich auf jeden Fall nochmal reinschauen werde. Ja, mach das einfach. Ich denke, ich werde. Vergessen Knöpfchen zu drücken. Ja, mach das. Ich denke, ich werde online sein. Okidoki. Dann bis denne. Jo, bis denne. Ciao, ey. Ciao. User disconnected from your channel. Auf Wiedersehen.
Ja, so lange wollte ich eigentlich auch nicht mehr machen. Ich will jetzt nochmal gucken, was ich hier noch alles an Strand so drin habe. Kann ich den nämlich schön umverteilen. Brauche ich nicht den Rucksack nämlich mal wegtun. Electric Jetpack. Da ist noch einer. Falls man mal keinen hat. Das sind der Waffe Rohstoffe. So. Ach Gottchen. Alles voll mit Rummel. Erstmal die Sättel loswerden. Nämlich keine selber gemachten. Boah, die Kiste ist auch bald voll. Schienen hatte ich da auch noch irgendwo rumfliegen. Ach so, die sind in der Survival WG. Mal leer machen hier. Ein Stack Knochen habe ich noch einstecken. Den kann ich so mit Sicherheit nicht loswerden. Wüsste ich's doch. Warte. Geht sogar. Pfeile weg. Schwarzpulver. Ich habe ja nichts mehr davon. Die Wolle kann auch raus. Fläschchen. Fläschchen. Check. Müsste mal nach Nordhauken. Müssen wir mal ein paar Getränke machen. Mit Erdbeeren und Scheiß. Das rockt dann so richtig. Bäume. Könnte ich eigentlich auch mal pflanzen. Die drei Stück. Na, erstmal hebe ich es mir auf. Mal gucken. Chitin von dem Höhlen, ja, Black Chitin von dem Ender. Nee, doch, nee, Nether. Skorpion, ja, sehr schön, sehr schön. Das noch? Maze Map Focus. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Papier. Ich keinen Platz mehr. Das ist schlecht. Kann ich auch hier oben mit rein tun zu meiner Kollektion. Ich habe da ja schon ein paar von. Lächerlich eigentlich. Lampen. Da habe ich noch eine volle Batterie. Oh, noch mehr Fläschchen. Lecker Möhrensaft. Ach, da kann ich mir ja noch mindestens zweimal Milch vermachen. 15 Stühle. Nein, das ist nicht übertrieben. Ich stehe jetzt ein bisschen Platz wenigstens. Ah ja. Kann ich mir aber wenigstens mal das Täschchen voll machen hier. Yeah.
so viele Lebensmittel. Was mache ich denn jetzt? Luxusprobleme. Keine Ahnung. Quillt alles über. So, das kann ich noch machen. Kakaobohnen. Ach, der ist eins. Da, zack. Ich will zur Not nochmal einen leckeren Kakao anmachen. Fläschchen genug habe ich ja. Jetzt habe ich ja den Ring. Das sollte eigentlich reichen. Ich das Ding mal aufladen. Schon wieder ein Hühnchen. Zup. Enchanten konnte man den nicht. Ich schlepp die jetzt aber auch die ganze Zeit mit mir rum. Mal ein paar mehr Lampen laden. So, Hacke weg. Die Hacke weg. Schon recht schick. Vielleicht immer noch ein bisschen viel Plunder so. Aber das könnte ich ja am Hochhaus sogar noch aussetzen. Das wäre sogar noch richtig cool. Dann würden da nämlich überall irgendwelche Sachen wachsen. Mikro ein bisschen höher, nicht mehr so laut reden. Nee, vielleicht sollte ich einen freilassen. Gut. Was voll. Ach so gut wie voll. Das nehme ich mal. Ich überlege gerade wegen den Bäumen, ob ich da nicht so ein Ding pflanzen soll. Nee, lass mal. Ich guck mal, dass ich da jetzt vielleicht noch die eine oder andere. Mal gucken, ob ich da irgendwas anpflanzen kann. Nein, das geht nicht.
Das auch nicht. Kirschen gehen auch nicht. Teesamen. Ach nö. Ja, mir scheint es unmöglich, aber vielleicht ist in der Kiste eine... Nein. Aber vielleicht kann man sich ja... Das wäre abgefahren. Wäre auch zu schön gewesen. Ja. Das hat schon nicht funktioniert hier und ich kann auch... Müsste ich dann ja hier unten irgendwo anpflanzen, den Tee. Das ist da, wo die Fackel sitzt. Aber... Ich sag mal, das ist eine Sache für morgen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen bei allen. Und ich wünsche euch noch was. Bis morgen. Tschüss.